Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Liebe Zuschauer, zur Zeit unserer Großeltern wurde vor dem Essen gebetet. Das Brot wurde gesegnet, mit den Kindern vor dem Bettgehen ein Abendgebet gesprochen und gesungen. Am Sonntag traf man sich zumindest einmal in der Woche, um geistig zu Bewusstsein, zur Ruhe zu kommen. Viele kleine Rituale wurden praktiziert. Aber wie sieht das dagegen heute aus? Wie können wir heute im Alltagsstress zur inneren Ruhe, zu unserem eigenen Bewusstsein finden? Ratschläge und Hinweise erhalten wir dazu von einer Hellsichtigen. Ich wünsche uns hochinteressante Minuten. Liebe Zuschauer, ich begrüße zu meiner Rechten Jana Haas. Guten Tag. Frau Haas, eine Frage: Wo liegen in Ihren Augen die Hauptprobleme in der heutigen Gesellschaft? Das Hauptproblem ist, dass der Mensch sich von seinem Ursprung immer mehr weiter entfernt. Der Mensch vergisst zusehends, dass er ein geistiges Wesen ist, dass er eine unsterbliche Seele ist, dass er vom höchsten Licht kommt, im Licht, im höchsten Licht sein kann und ins höchste Licht zurückgeht. Und je mehr der Mensch sich als geistiges Wesen vergisst und ausschließlich im Materialismus sich verliert, umso trostloser wird auch das Leben, umso sinnloser wird auch sein Tun, umso deprimierter und depressiver wird er. Jeder in jeder Kultur muss begreifen, dass Gottes Kraft immer bei ihm ist, insofern, dass er freien Willen bekommen hat, sich selbst erkennen zu können. Mhm. Und diese Freiheit verbirgt auch eine Verantwortung, sich als Licht zu erkennen und Lichtvolles auch in die Welt zu setzen. Und erst durch dieses wache Bewusstsein bekommt alles auch einen Sinn, und der Mensch wird immer aktiver, gerade in den Dingen, die ihm missfallen, mit denen er unzufrieden ist. Der Weg geht, muss immer mehr nach innen gehen, und aus dem inneren Reichtum gestaltet sich auch die Lösung und die Fülle auch im Außen. Der Mensch muss zurück in seine göttliche Balance. Mhm. Haben Sie das Gefühl, wenn bei Ihren Seminaren und Vorträgen, wo ja teilweise Tausende von Menschen kommen, dass also dieses Bewusstsein im Alltag, das was fehlt, dass die da eine Sehnsucht haben, das wieder zurückzukriegen? Ja, die Angst, Orientierungslosigkeit und Hilflosigkeit ist bei vielen Menschen sehr groß. Dabei sind die Probleme der Menschen ja unterschiedlich von, wenn man das bewerten möchte, kleinen bis riesengroßen. Und das, was die Menschen dahin treibt, was ich in den Seminaren immer wieder heraushöre, ist das Bedürfnis, etwas Gütiges zu erfahren zu können, das Bedürfnis, verstanden zu werden und sich selbst mehr zu verstehen in seiner Situation. Das Bedürfnis, auch wieder zu Kraft zu kommen und sein Leben wieder voller Freude anzupacken. Und ganz groß ist auch die Sehnsucht, zu verstehen, wie die himmlischen Welten in unserem Leben, in unserem Alltag, in uns und unseren Familien und auch Berufen mitwirken. Diese Sehnsucht ist ganz groß, wieder zu erfahren, dass wir nicht alleine sind mit unseren Fragen und unseren Sorgen und dass wir auch nicht alles alleine meistern müssen, dass für uns auch von der höchsten Quelle des Lichtes und der Liebe auch immer gesorgt wird. Diese Urrückverbindung, dieses Bedürfnis sehe ich ganz stark im Sinne von freien Spiritualität, im Sinne von einem liebevollen Glauben, im Sinne der heutigen Zeit. Wenn man sich von diesem Bewusstsein
entfernt. Was für eine Rolle spielen da eigentlich Krankheiten? Sind Krankheiten vielleicht Botschaften des Körpers oder der Seele an uns, wieder zurück auf den richtigen Weg zu kommen? Natürlich darf man die möglichen Krankheitsursachen, die von außen kommen, wie Schwermetallvergiftungen, Umweltschäden etc., nicht unterschätzen. Und es wäre verkehrt, alles in der Psyche zuzuschieben. Doch ganz großer Anteil von Krankheiten ist auch Ausdruck der inneren Instabilität. Unser Körper ist sozusagen Ventil für den Schrei unserer Seele. Vieles in unserem Leben, was nicht stimmig ist, unterdrücken wir, weil wir mit den Normen sprechen möchten, geliebt werden wollen, Anerkennung von außen bekommen wollen und ja nicht auffallen, ja nicht angreifbar werden und ja nicht hinterfragt werden. Und doch die Seele des Menschen ist individuell und entspricht nicht der Norm. Nur in der inneren Entfaltung der Liebe, Selbstliebe, erst dann zur Nächstenliebe hin und zur Allliebe hin, findet sie ihre Fühle, ihre Erfüllung und ihre Balance. Und deshalb kann man sehr wohl auch fragen, verbirgt sich hinter einem körperlichen Schmerz ein seelisches Leid, was unterdrückt worden ist, oder eine Disharmonie, ein Problem, vor welchem man schon so lange, Jahrzehnte oder Inkarnationen davonläuft? Verbirgt sich da vielleicht die Disharmonie im Sinne von, dass die Balance im Alltag nicht gelebt werden kann? Und da kommen ganz, ganz klare Hinweise auch auf den Tisch, wie man muss jeden Tag auf die drei Gesundheitssäulen achten. Und das ist natürlich körperliche Beweglichkeit, körperliche Fitness. Das ist natürlich auch eine ausgewogene, vielseitige Ernährung, dass da kein Mangel ist. Und die dritte Gesundheitssäule ist das Grundbedürfnis nach Spirit, nach der höheren Anbindung, nach dem Erleben von dem eigenen Seelenfrieden, die man durch liebevolle Religiosität, durch das tägliche zur Ruhe kommen, zum Beispiel durch Meditation oder Gebet, durch dieses Ich bin mit meinen Gedanken eine Einheit und im Frieden, diese Ruheinsel muss auch jeden Tag vorhanden sein, dass unsere Seele auch Seelennahrung erhalten kann. Jetzt eine Frage dann zu unserem gegenwärtigen Gesundheitssystem, was ja doch eher eine Symptombehandlung ist und nicht auf den Ursprung geht. Wo sehen Sie da die Zukunft? Die Krankenhäuser werden immer mehr technischer, es werden immer mehr Maschinen, sind in einem Krankenzimmer. Sind wir da auf dem Holzweg in dem Bereich? Es gibt natürlich unglaubliche Vorteile in der medizinischen Entwicklung, die wir uns natürlich gerne zunutze nehmen. Doch Fakt ist, bei jedem Menschen, wenn er merkt, dass weder ein Arzt noch Heilpraktiker, noch Heiler ihm helfen kann, dass er sein eigener Heiler werden muss. Denn jeder ist in seiner Vollkommenheit und hat seine Selbstheilungskräfte. Jeder kann nur von außen Impulse aufnehmen, doch seine Gedanken, Emotionen und Handlungen bewältigen. Seine Durchlichtung, Durchlichtung der Zellen, durch liebevolle Gedanken, Gefühle und Handlungen vollziehen, muss jeder Einzelne in sich selbst. Und deshalb sehe ich eher die Zukunftsentwicklung positiv, dass die Menschen immer mehr gezwungen sind, ihr eigener innerer Heiler zu werden. Das bedeutet auch Eigenverantwortung für ihre Kraft zu übernehmen und diese Kraft auch zu nutzen und dann sich immer mehr in diese evolutionären Entwicklung wieder vertrauen und ihr Leben noch mehr durch dieses erwachende Bewusstsein in die Hände nehmen. Eigenständigkeit führt zu einem liebevollen Miteinander. Und diese inneren Werte sind Zukunftsperspektiven in allen Lebensbereichen. Wie kann man jetzt das eigentlich herauskriegen? Sie hatten das vorher erwähnt, dass es also auch Gefühle, Emotionen
aus vorherigen Leben gibt, was man ja kaum hat. Man nennt es ja, das ist karmisch bedingt. Wie kann man da dahinter kommen, dass das karmisch bedingt ist? Woher weiß ich das? Das Gute ist, wir haben ja nicht umsonst diesen sogenannten Vergessenheitsschleier bei der Inkarnation, damit wir uns daran gar nicht erinnern. Gottes Plan ist ja perfekt. Das Gute ist, wir brauchen uns gar nicht daran zu erinnern, woher ein Leiden kommt und warum. Denn Karma ist nichts anderes als die nicht gelösten Emotionen, nicht losgelassenen Gefühle. Und diese Gefühle, die sind uns ja in dieser Inkarnation in zigfacher Weise schon begegnet. In der Kindheit, in der Vergangenheit. Und deshalb sollten wir uns stets fragen, seine Gedanken beobachten und Gefühle und körperliche Zeichen und sich fragen, was macht mich unglücklich? In welche Emotion bin ich hängen geblieben? Welche Wiederholungen kreisen ständig in meinem Leben, tatsächlich im Außen? Und an welchen Gedanken bleibe ich ständig hängen? Wo verurteile oder beurteile ich die Welt zu sehr und somit sich selbst? Und wo kann ich durch dieses Hinterfragen immer mehr in die Resonanzlosigkeit und damit in den inneren Frieden kommen und damit in die göttliche Verbundenheit? Denn Heilung findet im inneren Frieden statt. Und innerer Friede ist Gott. Da ist jegliche Zelldurchlichtung dann möglich. Und wie wir diesen Satz so schön kennen, wenn ich mit Gott bin und Gott mit mir ist, wer kann dann gegen mich sein? Mhm. Aus diesem tiefsten Frieden gibt es keine Furcht. Und deshalb sage ich immer gerne zum Trost, gerade in solchen kritischen Lebensphasen, habe Geduld und Verständnis und Vertrauen, denn da, wo Angst ist, die Wurzel aller Krankheiten, will Liebe erst recht erwachen. Und deshalb müssen wir alles, was uns im Leben begegnet, als Chance nehmen und somit unsere Kraft umsetzen. Wir sind ja heutzutage in der modernen Welt sehr vielen äußeren Reizen ausgesetzt. Wie kann man das schaffen, dass man so ein zu sich kommt, zum Bewusstsein, dass man Gedankenstille herstellt, dass man also in sich geht und genau diese Überlegungen anstellen kann, die Sie hier vorschlagen. Das Erste ist natürlich, dass man immer wieder in sich hineinspürt, wie es einem geht und allein schon diesen Grundbedürfnissen nachgeht, bevor es zu spät ist. Doch es ist natürlich nie zu spät in Wirklichkeit. Das Zweite ist das natürlich für jeden Menschen wichtig. Er lebt ja seinen Alltag, dass er bewusst und wertvoll mit seiner Zeit umgeht. Denn Zeit hat jeder, nur jeder hat andere Prioritäten, mit seiner Zeit umzugehen. Wo verschwendet man seine Zeit? Und wo ist man sich es einfach nicht wert, die Zeit in sich zu investieren? Das ist eine Bewusstseinsfrage, die auch sehr stark den tatsächlichen Frieden oder Unfrieden reflektiert. Und das Dritte, Grundprinzipien liegen in einem bewussten Atem. Der tiefe, bewusste Atem Richtung Bauchgegend ist der Ausdruck des Gottvertrauens. Und wenn wir immer wieder, ich sage mal, 5 Minuten morgens, mittags und abends uns hinsetzen und einfach uns wert sind, diese 5 Minuten uns zu schenken und nichts anderes tun, als zu beobachten, wie atme ich und dadurch erkenne, wie stehe ich wirklich dem Leben gegenüber, lebensbejahend und sehe Erfolg und Gesundheit und Liebe an oder lebensablehnend, somit nehme nichts auch an. Und je mehr wir unseren Atem harmonisieren, umso harmonischer werden auch unsere Gedanken und Weltsicht. Und je harmonischer unsere Gedanken, umso friedfertiger auch unsere Emotionen
Und je mehr wir uns in diesem Frieden verankern, umso durchlichteter sind wir in all unserer auch Physis, was maximale Verdichtung der Energie ist, umso gesünder, umso klarer, konzentrierter und erfolgreicher, umso mehr folgen wir unserer gesunden Intuition, unserem Herzen und leben tatsächlich den vorgenommenen lichtvollen Seelenplan. Wir sind dann einfach wir selbst. Denn Glück bedeutet, zufrieden mit dem zu sein, wer man ist. Und wenn man es nicht zufrieden ist, dann heißt es, sich schön auf dem Weg der Selbstliebe aufzumachen. Denn in Selbstliebe, Selbstliebe ist diese Eigenschaft des Friedens und der Ausstrahlung der Ruhe. Und Egoismus ist diese Ellenbogengesellschaft. Jetzt komme ich. Mhm. Und in der Selbstliebe ist der Frieden, das durch alle Zellen Gottes heilende Kraft strömt und man durch seine Intuition die geistige Führung auf seinem Werdegang erkennt und auch ganz konsequent seine Entscheidungen trifft vom Herzen und auch hinter ihnen steht und damit auch nachfolgend ein Leben nach eigener Fasson führt. Und plötzlich hat man in sich Freude und ruhige Basis, plötzlich passt irgendwie alles dazu, zusammen, ja. Die Familie, die Aufgabengebiete, der eigene Persönlichkeit. Es geht um dieses friedvolle Annehmen dessen, was ist und vor allem diese Eigenschaft, sich in Dankbarkeit auch vor dem, was ist, verbeugen zu können. In dieser Dankbarkeit liegt Gottbegegnung, nämlich innerer Frieden in uns. Ich bedanke mich für das Gespräch, war sehr interessant. Dankeschön. Liebe Zuschauer, wir sehen uns gleich nochmal. Liebe Zuschauer, auch im Alltag sich nicht zu vergessen und zu sich, zu seinem Bewusstsein, zu seiner inneren Ruhe zu finden, entscheidet über ein glückliches und gesundes Leben. Das waren die vier Teile unserer Serie mit der hellsichtigen Jana Haas. Es ist verständlich, dass Tausende von Menschen ihre Vorträge und Seminare besuchen und ihre Bücher kaufen. Himmlisches Wissen für den Alltag. Das war's für heute im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Auf Wiedersehen.